Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier L.A. Noire. Ja, jetzt ist es doch vor kurzem nochmal rausgekommen für die Konsolen als Remaster. Und da habe ich mir gedacht, da ich das Spiel noch nicht kenne, mache ich es doch mal jetzt hier auf PC. Von daher kann es uns, glaube ich, egal sein, ob das jetzt Remaster für die Konsolen ist oder nicht. Aber auf PC sieht es sowieso ein bisschen besser aus, vermute ich. So, ganz kurz die Steuerung. Ich habe gerade gemerkt, der Controller, der war aus. So, das mache ich mal alles ein. Weil ich möchte es gar mit Controller spielen. Denn da kann man die ganzen Hinweise viel besser finden, habe ich gehört. Dann vibriert das nämlich, wenn man in der Nähe ist. Ja, L.A. Noire ist für mich, wie gesagt, blind. Also möchte ich euch bitten, spart euch die Spoiler, sonst muss ich hart durchgreifen. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe bisher, ehrlich gesagt, nie die Zeit dazu gefunden. Ach ja, und jetzt geht's los. Ich freue mich drauf, hoffe ihr auch. Viel Spaß mit dem Intro. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective in ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ja, da geht's los. Ihr kriegt schon mit, die Sprachausgabe ist Englisch. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Oh, Deutsch ist leider nicht, aber wir haben deutsche Untertitel. Und ich fahre direkt mal die Karre zu klumpen. Ich werde nicht allzu viel reden, werdet ihr auch noch merken, weil es ist sehr textlastig und redelastig, das Spiel. Aber ja, mal gucken. Ich kenn's wie gesagt nicht. Vielleicht hält sich das im Rahmen. Floyd Rose, Homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Yo, da geht's los. Wenn's mit der Performance nicht so stimmt. This is a fist pump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall.
If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Genau, wie gesagt, wenn es mit der Performance noch nicht so stimmt. Ich habe nämlich jetzt so einen 60-Frame-Fix drauf gemacht. Ich weiß nicht ganz, ob das gut läuft. Müsst ihr mir das vielleicht mal sagen im Video, in den Kommentaren. Ah, habt ihr das gesehen? Da war neben hier... Oh, das vibriert schon wie blöde. Ja, wie gesagt, ihr wisst, der erste Part ist immer so ein bisschen... Ist immer so ein bisschen rumprobieren, wenn es da nicht richtig läuft. Dann werde ich das mal... Werde ich das nochmal ein bisschen überarbeiten, alles. Was Shrink says? Psychiater sagt, der Verstand ist die letzte Grenze. Ah, cool. Okay. Dr. Fontaine. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon. Or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year. Because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes. Given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes, Doc. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure. For whom he can only smooth the path to death. Es ist ganz schön overacted, aber ich finde es irgendwie total cool. Ihr habt schon gemerkt, alles ist mit CGI, die ganzen Gesichter. Genau, die ganzen Gesichter sind mit CGI eingefangen, heißt, das sind alles echte Schauspieler. Nur digitalisiert. Habe ich schon gesagt, spielt 1947 in Los Angeles, wer es noch nicht weiß. Oh, gib mir den Sack hier. Ich will hier ein bisschen kommentieren. Da geht schon wieder was. Ich weiß nicht was. Eine Kippe. I doubt it. Naja. Ich finde das richtig gut mit den kleinen Filmen. Also ich habe schon gesehen. Da kann ich mal ganz kurz zeigen. Ja, ihr wisst schon, erster Part ist immer so Findungsphase und zwar gelesene Zeitungen. Es gibt viele Collectibles. Werde ich nicht alles machen, aber ich sag nur, es gibt's. Und was ich mitnehme, nehme ich mit und was nicht, das nicht. Oha. Ganz schön viel Blut. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go, once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Vibriert schon wieder. Was? Schaut hoch. Hä? Ach so, da liegt die Knarre. Ralph, there's something on the rooftop. Ich hätte es nicht gesehen. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Ach so, ja, wir sind übrigens Cole Phelps, unseres Zeichens gerade noch Streifenpolizist. Ich glaube, später sind wir dann Detective. Also das macht immer so ein paar Zeitsprünge, das Spiel. Das kann ich. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Wieder Flaschen. Nee. Bierflaschen habe ich schon genug gesehen.
Das Abflussrohr muss ich da hochkraxeln? Oh Mann. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Ah, guck mal da. Ach, das ist nur die Spiegelung. Ich dachte, das liegt auf der Scheibe. Aber da brauchst du echt Adleraugen für sowas. How you doing, Cole? Damals war Spurensicherung noch nicht so wirklich mit Handschuhen. Hey, Nummer. Smith & Wesson, Serial S71893. Zwei Kugeln abgefeuert. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Also entweder war die Waffe geklaut, weil mit der Seriennummer müsste man ja rauskriegen, wer es ist. Oder? We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ja, oder der Besitzer ist ziemlich blöd. Sure about this. It's not really our gig. Rot im Spiegel. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Oh, das ist voll cool gemacht. Wie gesagt, ich kenn's nicht. Ich hab's installiert und hab's 5 Minuten angeschmissen, hab mir das Intro angesehen und hab's wieder ausgemacht, leider. Oh, Intuitionspunkte, wenn du Erfahrung und Ränge erlangst. Setze die Intuitionspunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. Ja. Ich hab's schon gesehen, die ziehen ganz schön Grimassen später. Also es soll jetzt nicht allzu schwer sein, die Gesichter zu lesen der Leute. Ist klar. Und es gibt leider auch nicht allzu viele zu entdecken in der Stadt. Also man ist die ganze Zeit so ein bisschen an die Aufträge gebunden. Heißt, ich muss eigentlich nur von A nach B fahren. Wenn ich die Beweise habe für einen neuen Schauplatz, dann geht's darüber. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, Zeit für Plempern kann ich im anderen Spiel, weißt du? In Elex oder so. Ja. Ah, cool. Ist das so eine Art Navi? Ich kann hinter gucken. Okay. Oh, ich habe eine Sirene. Haha. Ich bewege gerade so ein bisschen. Aber das wollte ich schon immer machen. Ja, so kommt man hier durch, Matt. Ich hoffe auch, es ist nicht zu laut. Weil ich sehe gerade, der Sound schlägt ganz schön aus. Augen auf die Straße, vielleicht. Da ruft er mich an. Ich hab die Sirene an, Mann. Ihr müsst mir Platz machen. Ja? Warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser. Ich hoffe halt echt, es ist jetzt nicht... Ah, ich kann es leider nicht anpassen, weil ich habe jetzt ein bisschen die Zeit verplempert, gebe ich zu. Ah, gut. So, aber jetzt soll es passen, hoffe ich. Wenn nicht, wie gesagt, erster Part ist immer so ein bisschen hakelig und dann zweiter Part läuft. Läuft. Aus. Slow down! Slow down! Ich fahre wie ich will, ja. Ich habe meinen eigenen Stil. Alles klar. Die sieht schon sehr verdächtig aus, der Kerl, wie er sich da umguckt. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27 registered Magnum. Chambered for 357. Nickel plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ja, cool. Ich meine, der ist ja... Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there?
27 with Nickel. Nee, warte. 27 per Grip. Richtig? Ja, Perlmuttgriff. Schroeder. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Wie gesagt, ich finde das irgendwie noch ein bisschen komisch. Die ganzen Gesichter. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Aber ich glaube, ich gewöhne mich dran. Das ist... Irgendwie hat's ja was, oder? Das hat auch so ein bisschen den Mafia 2 Charme vielleicht. God damn it, Cole! Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Okay, die Dialoge sind schon mal ziemlich nett. Und das Fahrverhalten ist ziemlich arkadisch, das finde ich ganz okay. Ich hoffe mal, beziehungsweise ich kann mir bestimmt schon denken, dass es später Rennen gibt. Beziehungsweise Verfolgungsjagd. Ach ja. Ich fahre Arcade. Wenn ich Simulation fahren will, fahre ich Formel 1. Das passt schon so. Oh. Hier vielleicht? Ist gar nicht richtig. Was ist denn das? Da? Komm, mach mal ein Stückchen. Wahrscheinlich muss ich später ganz schnell ans Auto und dann ärgere ich mich. Ja, bin ich ja richtig? Ja. Namens Ma'am. Versuche einen Briefkasten, um die Apartmentnummer einer verdächtigen Person herauszufinden. Schroeder. Schroeder, Apartment 2. Dieser Schroeder. Oh, da sind wir ja schon. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. What? Direct. You ready, tough guy? Au. Achso, ich muss ihn erst anvisieren. That was a very bad move. Was ist hier nicht mit Polizistenflügeln? Was? Okay. Wow. Oh, der war Ralph, gut. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Oh, Moment. Ach, eine Melodie spielt. Ja gut, das sind ziemlich viele Hinweise, muss ich sagen. Aha, was haben wir denn hier? Uhrzeit und Datum. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Das war jetzt so ein bisschen hoppla die hopp, oder? Thank you.
you dumb fucking sons of bitches. Get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Es gibt immer noch wieder Flashbacks. Bewaffnet und gefährlich. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. So, aber damit werde ich erstmal ein Päuschen machen, Leute. Ich habe mich leider ein bisschen verzettelt, wie gesagt. Ich habe jetzt einen wichtigen Termin. Das hört sich an wie eine schlechte Ausrede. Aber ja, das Video wollte ich heute noch bringen, unbedingt. Ja, ich bin gespannt. Es ist alles noch so ein bisschen holprig. Es springt mal hier, mal da. Und ich denke aber, es wird eine ganz coole Geschichte. Also ich habe auch die DLCs. Es gibt noch einige DLCs eben für das Spiel mit, ich glaube, Black Dahlia heißt das. Diese Morde, diese Mordserie, die man da... in der man da ermitteln muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden viel Spaß haben, hoffe ich doch. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Spiel. Habt ihr schon gezockt? Freut ihr euch drauf? Vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall richtig Laune und muss mal gucken. Vielleicht werde ich es noch ein bisschen schwerer stellen, weil das ist mir noch ein bisschen zu leicht mit den ganzen Hinweisen. Mal gucken. Soll es nicht überheblich klingen. Vielleicht ist es dann auch wieder zu schwer. Alles klar. Leute, danke fürs Zusehen. Danke fürs Bewerten vor allem. Lasst mir ein Like da, schreibt mir einen Comment und wir sehen uns wieder zu LA Noir. Morgen schon beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.